Wichtig ist, wo der nächste jetzt liegt. Loch an Loch. Ich schieße jetzt mal ein Dreier-Schussbild. Mal sehen, was dabei rauskommt. Oh, das war ein Ausreißer. Das ist einen halben Zentimeter rechts. Das sind sogar 4 cm Hochschuss. Passt alles, ist perfekt. Da wollen wir gar nichts mehr dran ändern. Nee. Ha? So, und jetzt wechseln wir zum Drückjagdglas 1 bis 6x24 Z6i für Bewegungsjachten. Das muss natürlich auch Kontroll geschossen werden mit dieser Munition. Zentimeter hoch. Da drüber. Über der anderen. Okay. Ja, 2 Zentimeter rechts. So, jetzt messen wir aus, wie viel er von 3 cm Hochschuss, 4 cm Hochschuss entfernt ist. Die Gruppe. So. Sagen wir mal, wir machen 2 cm nach links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoch. Ja, der sitzt, wo er hin soll. Ehrlich? Ja. Loch in Loch. Ausreißer. Ausreißer? Ja, halber Zentimeter. 1, 2, 3, 4. Im Drückjagdglas 1 bis 6 Fach haben wir erst eine Kontrollgruppe geschossen. Dann haben wir verändert und diese Dreiergruppe, die genauso gut ist wie mit dem großen Glas, ist eine ideale Gruppe, 4 cm Hochschuss auf 100, auch so wie es sein soll.